Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Bayern! Servus, liebe Zuschauer. Ich habe die FC Bayern-Legende aus Brasilien getroffen, Giovanni Elva. Schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Wie geht's dir und warum bist du heute auf der Wiesn? Ja, das ist super. Also, wie mir gehen. Also, auf die Wiesn geht man immer gut. Na, das ist das Tollste. Und wenn man Zeit hat, muss man nehmen, hierher zu kommen. Leider ist letzter Wiesentag hier. Aber was soll's? Also vor allem Brasilianer, das ist das super. Besser als gar nicht, oder? Das stimmt, besser als gar nichts, ja. Mit ganzer Familie, also das ist das Schönste. Sehr schön. Und warum bist du in Deutschland? Also ich bin hierher gekommen wegen meinem Straßenkinderprojekt. Wir haben jetzt in Würzburg ein Konzert am 8. Oktober und dann auch in Stuttgart. Und dann habe ich Zeit genommen, auch ein bisschen früher hierher gekommen. Bei den letzten Wiesentagen muss man vorbeikommen, um das alles anzuschauen. Gestern war ja die FC Bayern Wiesn. Du warst ja selber vor ein paar Jahren dabei. Kannst du dich noch an deinen allerersten Wiesnbesuch erinnern? Wie hat es dir gefallen? Boah, und wie. Es war super. Also man ist gekommen mit der Familie und dann hat man die Familie gleich nach Hause geschickt. Weil und dann sind nur die Spieler hierher geblieben und ein bisschen lang gefeiert. Aber das gehört dazu, sagen wir so. Ne? Also es ist immer schön, wenn Wiesn Oktoberfest ist, dass man ein bisschen Zeit hat, hierher zu kommen, weil es ist ein super Fest. Gibt es sowas in Brasilien auch? Und gibt es in Brasilien auch ein gutes Bier? Und wie? Also gutes Bier noch nicht, aber Wiesn oder Oktoberfest gibt es in Brasilien auch, in Blumenau. Das ist in Santa Catarina, im Süden Brasilien. Sind viele deutsche Einwanderer in Brasilien und dort wird es jetzt Oktoberfest losgehen. Also da wird auch gefeiert. Aber es ist schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns sehr. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr über dein Projekt mit den Straßenkindern erzählen. Du hast es ja gerade angesprochen. Wie ist es dazu gekommen und was umfasst dein Projekt? Ja, das ist seit 1994. Ich habe das noch in Stuttgart, wenn ich bei VfB Stuttgart gespielt habe, angefangen mit dem Projekt und es läuft bis jetzt. Ne? Und wir unterstützen die Straßenkinder in Brasilien, dass sie eine bessere Zukunft haben kann, was die haben. Das ist ein, früher war eine Berufsschule, heute ist eine, so eine Schule mit Nachhilfsunterricht, dass man den Kindern geben, dass Kinder von Straßenwegen kommen, ne? Dass man bei uns Sport lernen kann, Sport treiben kann. Ich glaube, das ist super. Das ist sehr schön. Und was machst du sonst beruflich momentan? Also ich bin für FC Bayern oft unterwegs, hin und her und ganze Welt. Und in Brasilien mit meiner Farm, Rinderfarm. Also brasilianisches Fleisch schmeckt super, sehr gut. Ne? Und ja, das ist mein Leben und mit meiner Familie. Sehr schön. Ja, dann wünschen wir dir noch viel Spaß heute und vielen, vielen Dank für das Interview. Danke vielmals und ich wünsche euch von TV München, Wiesn-Gaudi TV. Wiesn-Gaudi TV. Alles Gute, ne? Bis zum nächsten. Vielen Dank. Danke. Macht es gut. Servus. Servus. Tschüss.